Die beiden. Sie trug den Becher in der Hand, ihr Kinn und Mund glich seinem Rand. So leicht und sicher war ihr Gang, kein Tropfen aus dem Becher sprang. So leicht und fest war seine Hand, er ritt auf einem jungen Pferde, und mit nachlässiger Gebärde erzwang er, dass es zitternd stand. Jedoch, wenn er aus ihrer Hand den leichten Becher nehmen sollte, so war es beiden allzu schwer, denn beide bebten sie so sehr, dass keine Hand die andere fand und dunkler Wein am Boden rollte. Sie trug den Becher in der Hand, ihr Kinn und Mund glich seinem Rand. Eine Frau wird uns vorgestellt und ihr Kinn und Mund mit dem Rand des Bechers, den sie trägt, verglichen. Umgekehrt könnte man dann das Trinken aus dem Becher mit dem Küssen dieses Mundes vergleichen. So leicht und sicher war ihr Gang, kein Tropfen aus dem Becher sprang. Das wollen wir zunächst einmal glauben. So leicht und fest war seine Hand, er ritt auf einem jungen Pferde. Der junge Mann kommt ins Spiel. Wenn er auf einem Pferd der jungen Frau entgegenkommt, haben wir geradezu ein Bild von Ritter und Burgfräulein vor Augen. Und mit nachlässiger Gebärde erzwang er, dass es zitternd stand. Ross und Reiter sind ein geeignetes Bild für Trieb und seine Kontrolle. Diese Kontrolle erzwingt er mit nachlässiger Gebärde. Ganz einfach, er will cool bleiben. Aber das Pferd zittert. In Wahrheit zittert es im Reiter angesichts dieser Frau. Wir hören auch, dass es mit der Nachlässigkeit nicht so weit her ist. Der Vers und mit nachlässiger Gebärde geht im Gegensatz zum Rest des Gedichtes betont nachlässig mit dem Jambus um und mit einem Paukenschlag rückt das folgende Erzwang diesen wieder zurecht. Jedoch, wenn er aus ihrer Hand den leichten Becher nehmen sollte, so war es beiden allzu schwer. Bei beiden kommt die Selbstbeherrschung an ihre Grenze. Denn beide bebten sie so sehr, dass keine Hand die andere fand. Warum sie bebten, braucht man kaum zu sagen. Und dunkler Wein am Boden rollte. Der Becher ist also mitsamt dem Wein gefallen und wir, die Leser des Gedichtes, blicken betroffen auf die Bescherung am Boden, was wir nicht sehen. Was also ganz diskret unseren Blicken entzogen wurde, ist, was sich weiter oben zwischen den beiden abspielt. Aber denken wir zurück an die erste Strophe. Ihr Kinn und Mund glich seinem Rand, nämlich dem des Bechers. Ich sage also mit Rilke, Liebende, wenn ihr einer dem andern euch an den Mund hebt und ansetzt, Getränk an Getränk. Dieser Kuss, gerade weil er uns vorenthalten bleibt, ist einer der innigsten der gesamten Literatur.